Genau, also zweimal im Jahr veranstaltet die Wikimedia Foundation auf Wikipedia die Kampagne One Lib, One Ref. Dieses One Lib, One Ref steht für One Librarian, also eine Bibliothekarin oder ein Bibliothekar, und One Reference, also eine Referenz. Und die Idee dabei ist, dass bei dieser Kampagne pro Bibliothekarin eine Quelle in Wikipedia-Artikeln hinzugefügt wird oder auch mehrere Referenzen. Welcher Artikel dabei editiert wird, ist zunächst mal nicht wichtig oder spielt keine Rolle. Dazu komme ich aber gleich nochmal genauer. Ich bin ja schon auf der Startseite. Also Wikipedia bietet auf der Webseite alle Informationen zu dem Event und auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie die Quellen in Wikipedia-Artikeln hinzugefügt werden. Das würde ich aber am Ende auch nochmal zeigen, wie genau man so eine Referenz hinzufügen kann. Wenn mal hier durch die Startseite durchscrollen, also hier am Anfang sehe ich die Beschreibung zu One Lib, One Riff, was ist das genau nochmal, und hier diese Anleitung in 5 Schritten. Und genau hier in diesem Kästchen sehe ich auch das Tool, das nennt sich Zitatejäger-Tool oder auch Citation-Hunt-Tool, das ich nutzen kann, um ja einen Artikel in Wikipedia zu finden, bei dem ich eine Referenz hinzufügen kann. Nebenbei ist dieses Projekt schon so groß gewachsen, dass man mittlerweile auch andere Dinge ja, verbessern kann. Man kann zum Beispiel auch einen komplett neuen Artikel in Wikipedia erstellen oder auch ein Wikidata-Item mit einem Wikipedia-Artikel vernetzen oder auch Belege hinzufügen, um das Geschlechterungleichgewicht anzugehen, das auf Wikipedia immer noch herrscht. Als Beispiel würde ich jetzt einmal einen Wikipedia-Artikel zeigen, bei dem wir eine Referenz hinzufügen wollen. Und dafür können wir, wie gesagt, dieses Zitatejäger-Tool nutzen. Da klicke ich einmal drauf und gelange dann zu diesem Tool. Also was ich hier sehe, ist ein bestimmter Abschnitt aus einem Wikipedia-Artikel, bei dem eine Quelle fehlt oder bei dem Referenzen fehlen. Und könnte mich dann dafür entscheiden, diesen Artikel zu bearbeiten. Oder ich kann auch auf nächsten Artikel klicken und komme dann hier immer wieder neue Vorschläge. Ja, wir haben hier schon mal einen Artikel vorbereitet, der vielleicht auch gut zu ZBMed passt. Was wir nämlich auch machen können, ist nach einem Thema suchen. Also wir hatten einmal nach Open Access gesucht. Und da bekommst du dann auch schon angezeigt, wie viele Artikel drinstecken, die man dort noch verbessern könnte. Genau, wir haben hier einmal Open Courseware und einmal Open Data. Und ich würde jetzt einmal auf Open Data wechseln. Genau, dann komme ich zu dem Artikel auf Wikipedia. Und wenn ich hier durchscrolle, dann sehe ich hier auch irgendwann den Abschnitt, bei dem eine Referenz fehlt, durch dieses Kästchen hier. Also ich sehe dieses rote Icon, kann es vielleicht nochmal ein bisschen größer machen, mit diesem Kasten, in dem dann steht, die folgenden Abschnitte oder der folgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen ausgestattet. Und ja, Wikipedia wünscht sich, dass wir hier noch gute Belege finden, um das Ganze zu verifizieren.
Genau, wir haben uns hier schon einen kleinen Abschnitt ausgesucht, nämlich Forschung wird gefördert, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse für alle Forscher frei zugänglich sind. Forschungsdaten nicht zugänglich zu machen, widerspricht guter wissenschaftlicher Praxis und schränkt die Reproduzierbarkeit, Weiterentwicklung und Transfer ein. Also diese Aussage könnte man jetzt belegen, was wir auch gleich machen. Und dafür haben wir schon eine gute Referenz der DFG ausgesucht. Genau, das würde ich jetzt auch direkt machen. Was ich tun kann, ist ganz oben auf der Seite auswählen, Quelltext bearbeiten. Also dort kann ich auch den Text ändern oder auch Weblinks verlinken und so weiter. Wenn ich jetzt hier bin, komme ich, wie gesagt, auch direkt in den Quelltext. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass ich auf die visuelle Bearbeitung springe. Das werde ich jetzt auch machen. Ich denke, die Ansicht ist etwas intuitiver für alle, weil ich den Text genauso sehe, wie er auch auf der Wikipedia-Seite steht. Und kann dann zu dem Punkt gehen, wo ich die Referenz einfügen will. Genau, das war hier unter Pro und Contra. Und zu diesem Stichpunkt möchte ich eine Referenz hinzufügen. Ich gehe dann an das Ende des Satzes, also da, wo die Fußnote dann entsteht, und klicke hier oben auf Belegen. Dann öffnet sich hier ein Kästchen und ja, Wikipedia gibt mir hier schon die Möglichkeit, automatisch Referenzen einzufügen, indem ich eine URL hinterlege oder eine DOI, ISBN und so weiter. Wie gesagt, wir haben jetzt schon mal eine URL vorbereitet, habe ich hier schon offen, also einen Beitrag Open Science als Teil der Wissenschaftskultur, Positionierung der deutschen Forschungsgemeinschaft. Und diesen Beitrag möchte ich dort verlinken. Das heißt, ich schnappe mir hier oben die URL, kopiere die und gehe wieder zurück in meinen Artikel und kann die URL direkt hier einfügen und meine Referenz erzeugen. Klicke ich hier mal drauf, halte hier die Punkte im Auge. Na, und sehe jetzt direkt, diese Referenz wurde automatisch erzeugt, also sehe auch, wann das abgerufen wurde, den Titel und so weiter. Dann bestätige ich das nochmal mit Einfügen und habe jetzt hier diese Referenz eingefügt, die ich jetzt auch ganz unten in dem Artikel wiederfinden kann, unter den einzelnen Nachweisen, hier an der Stelle. Genau, das könnte ich auch noch für andere Referenzen machen, wenn ich das möchte. Ich würde es jetzt einmal dabei belassen und entscheiden, dass ich meine Änderungen veröffentlichen möchte. Das kann ich dann hier oben rechts machen und kann dem Ganzen noch eine Beschreibung geben. Also was genau habe ich hier verändert oder ja grob verändert. Ich würde jetzt hier mal schreiben, Referenz hinzugefügt. DFG. Und was ganz wichtig ist während dieser Kampagne OneLibOneRef ist, dass man den Hashtag OneLibOneRef hinzufügt, damit man auch nachvollziehen kann, dass das innerhalb dieser Kampagne entstanden ist. Im Moment läuft die Kampagne nicht, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber was ich tun kann, ist den Hashtag ZBMed zu setzen, denn es gibt die Möglichkeit, dass man während dieser Kampagne als Bibliothek antritt. Das würden wir auch gerne machen. Und kann die Bibliothek oder das Institut anmelden, 2 Wochen bevor die Kampagne beginnt. Genau, wenn ich damit dann glücklich bin, veröffentliche ich meine Änderungen und verifiziere noch, dass ich ein Mensch bin. Hoffentlich. Genau. Und sehe dann, deine Bearbeitung wurde veröffentlicht und sollte das Ganze jetzt auch direkt wieder finden. Weil ich glaube, in diesem Fall nicht. Kann auch gut sein, dass das erst nochmal geprüft wird und zu einem späteren Zeitpunkt dann veröffentlicht wird. Genau. Ja, man könnte sich jetzt vielleicht, Ulrike? Du bist nicht angemeldet in Wikipedia. Das ist auch nicht dafür erforderlich? Eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich. Also man darf diese Veränderungen
jederzeit machen. Genau, danke nochmal für die Rückfrage. Generell könnte man sich jetzt vielleicht fragen, wozu das Ganze? Ich kann ja Wikipedia-Artikel das ganze Jahr über erstellen und editieren. Diese Kampagne soll, wie der Name schon sagt, vor allem Bibliotheken dazu pushen, gemeinsam an der Verbesserung der Wikipedia-Quellen zu arbeiten, da gerade durch ihren Beruf sie die besten Grundvoraussetzungen haben, um gute Quellen zu finden. Und da fühlen wir uns natürlich angesprochen. Und das Ganze ist auch eine super Gelegenheit für die Bibliotheken, um sich untereinander zu vernetzen. Also man kann dann auch in einem Dashboard so eine Übersicht haben über die anderen Bibliotheken, die bei der Kampagne auch mitmachen. Genau, nochmal zu der Kampagne genau. Also sie findet jedes Jahr vom 15. Januar bis zum 5. Februar und vom 15. Mai bis zum 5. Juni statt. Und wir würden auch gerne, oder wir werden auf jeden Fall eine Hacky Hour zu der Kampagne leiten am 16. Januar, bei dem wir uns gerne alle zusammentreffen können. So eine Stunde und zusammen Beiträge erstellen. Wie gesagt, können wir uns dort als Organisation ZBMed anmelden. Das werde ich für uns übernehmen. Im Moment geht das noch nicht. Also 2 Wochen vor Start werde ich uns dort dann anmelden und auch nochmal eine Info ans Haus geben. Die Hacky Hour ist aber auch offen für jeden. Also wenn Sie oder ihr noch jemanden kennt, der da auch gerne mitmachen möchte, ist jeder willkommen in der Hacky Hour. Genau, das war die kleine Vorstellung. Wie gesagt, findet am 16. Januar die Hacky Hour statt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und mit uns editiert.